Die Herausforderung war, wie bilden wir ein Festival im digitalen Raum ab? Also nicht, wie kriegen wir 13 Konzerte in die Wohnzimmer und die Leute dazu, das anzuhören, sondern wie können wir eine Festivalatmosphäre schaffen mit all dem, was wir normalerweise im Theaterhaus haben. Theaterhaus, Eklat Festival ist schon immer auch ein Ereignis für die, die anreisten. Es ist eine tolle Atmosphäre. Wir haben natürlich großartige Produktionsbedingungen, weil wir vier verschiedene Säle haben, in denen wir gleichzeitig produzieren können. Und das Publikum kommt, kann drei, vier Konzerte am Tag anhören, anschauen in unterschiedlichen Sälen. Und dazwischen trifft man sich immer im Foyer und hat einfach auch einen Austausch mit den KünstlerInnen, die da sind. Also es vermischt sich das ganze hörende und erlebende Volk im Theaterhaus. Und da passiert natürlich auch was über die Konzerte hinaus. Es passiert eine Interaktion, es entwickelt sich etwas weiter, es entstehen Diskurse. Und wie können wir sowas in den digitalen Raum versetzen? Das ist die Herausforderung. Und daran arbeiten wir gerade. Wir überlegen uns jetzt nicht, wie bringen wir welches Konzert rüber, sondern wir überlegen uns letzten Endes, wie bringen wir welches Stück rüber. Also wir bereiten jetzt wirklich Werk für Werk unterschiedlich vor. Mit der Möglichkeit vorzuproduzieren, mit der Möglichkeit Produktion mit Live zu verbinden, zu überlagern, mit der Möglichkeit Werke auch nicht nur linear zu entwickeln, sondern in unterschiedlichen Dimensionen quasi mit sich selbst zu überlagern. Es sind ganz andere kompositorische Denkweisen, die dadurch entstehen, dass wir jetzt nicht ein Ensemble auf der Bühne haben, das kommt und spielt ein Stück, das eine Viertelstunde dauert, sondern wir haben Möglichkeiten eben, wie gesagt, Produktion mit Live zu verbinden oder auch unterschiedliche produzierte Teile miteinander interagieren zu lassen. Und das ist für viele KomponistInnen jetzt natürlich auch eine tolle Herausforderung. Und die verändern ihre Stücke auch nochmal daraufhin. Es gibt auch KomponistInnen, die verändern ihre Stücke auf die Screening-Situation hin. Also es gibt einen Komponisten, der wird das Publikum herausfordern, weil vielleicht mit dem Screening etwas gar nicht funktioniert. Also das heißt, dass das Nicht-Funktionieren, das unkomfortable Hörsituationen zu Hause im Wohnzimmer zu haben, wo wir jetzt ja wirklich eine vielmonatige Erfahrung haben, bringt er in sein Stück rein. Das wird mit einkomponiert. Das heißt, wir erleben letzten Endes auch so eine Art Kurzzusammenfassung dieses merkwürdigen Jahres, das wir jetzt hinter uns haben. Alle diese Dinge machen auch Spaß. Also natürlich ist die Situation schlimm und schrecklich und wir haben Angst umeinander und wir leiden mit anderen mit. Aber wir versuchen eben aus dem, was wir haben und mit den Möglichkeiten, die wir haben, produktiv zu sein. Das ist die Idee und die Herausforderung. Und die nehmen wirklich alle Künstlerinnen auch sehr gerne an. Was wir jetzt anbieten zwischen den Konzerten sind zum Beispiel Chatrooms, in denen jetzt nicht 100 Zuschauer drin sind, sondern vielleicht nur 8. Mit einer Komponistin und einem Moderator zum Beispiel. Moderator ist, glaube ich, wichtig, damit jetzt kein banales oder auch sagen wir mal, ein schüchternes Gespräch entsteht. Deswegen gibt es doch auch jemand oder es gibt ein Team von Menschen, die dann da eben involviert sind, die Fragen auch stellen oder ein bisschen herausfordern und verbinden. Aber so wie wir beide uns ja jetzt gerade sehr nah sind und uns jetzt ein paar Minuten lang sehr eng ins Gesicht schauen können, so geht es natürlich auch fürs Publikum. Also ich kann den KünstlerInnen durch diese Chatroom-Möglichkeiten sehr nahe kommen. Wir können natürlich sehr, sehr viele Informationsvideos produzieren. Das wird auch passieren. Die Komponisten machen das dann auch im Selfie-Verfahren zum Teil oder wir machen es im Mitschnittverfahren im Zoom, dass wir die Hintergründe von Werken beleuchten. Wir können Making-ofs zeigen, wir können quasi eine Probensituation zeigen und damit auch die ZuhörerInnen an einem Entstehungsprozess eines Werkes teilhaben zu lassen. Alle diese Dinge überlegen wir gerade. Wir versuchen natürlich auch, es entstehen ja auch Pausen in Konzerten, weil es Umbauten gibt. Und die Umbauten sind ein bisschen länger und ein bisschen komplizierter, weil wir natürlich immer in Distanzsituationen auch arbeiten müssen, in Hygienevorschriften einhalten müssen.
Das heißt, da entstehen Pausen und in diesen Pausen sitzt das Publikum normalerweise in der Halle und unterhält sich halt oder liest ein bisschen Programmbuch. Das kann man bei uns auch. Das Programmbuch ist natürlich da. Das kann ich auch die ganze Zeit, ich kann es auch während des Anhören eines Stückes hören. Aber wir verbinden eigentlich die Werke genau durch solche Hintergrundinformationen auch. Also wir können die dann das nächste Hören vorbereiten. Und insofern glaube ich, dass es wirklich wesentlich mehr wird, als dass es reines Streaming. Und meine persönliche Herausforderung ist tatsächlich, die Leute nicht einzuladen, nebenher Abendessen zu kochen oder ein paar E-Mails zu schreiben oder so. Natürlich kommt das auch vor, das ist ja klar, wenn man zu Hause sitzt. Aber eigentlich wünsche ich mir und ich hoffe, dass viele diese Einladung auch annehmen, dass die Leute wirklich dabei sind, als säßen sie im Konzert. Und sich diese Einladung auch annehmen und auch möglicherweise interaktiv drauf einsteigen. Oder auch nur an interaktiven Prozessen partizipieren. Ich kann ja auch in den Chatroom reingehen, ohne dass ich eine eigene Frage stelle und trotzdem dem ganzen Diskurs sehr nahe sein. Das Projekt in Beirut ist entstanden in der Nachfolge eines wunderbaren Projektes, das eines der schönsten Projekte war, das wir selbst irgendwie so empfunden haben in unserer Produktion Mediterranean Voices, wo unser Ensemble, die neuen Vokalsolisten mit damals 12 KomponistInnen aus 12 verschiedenen Mittelmeerländern zusammengearbeitet haben, vor dem Hintergrund, dass Stimme und Gesang im Mittelmeerraum, in den unterschiedlichsten Kulturen im Mittelmeerraum eigentlich immer eine sehr große Rolle spielt. Und das wollten wir mal näher untersuchen. Es war eigentlich eine musikalische Untersuchung. Trotzdem ist damals auch dann die ganze politische Situation, auch die Grenze, die Europa im Mittelmeer zieht, und zwar sehr harsch und unmenschlich zieht. Alle diese Dinge waren damals dann auch schon Thema, obwohl der Fokus auf den künstlerischen Prozessen lag und auch alle KünstlerInnen, also jetzt nicht unter irgendwelchen ethnologischen Fragestellungen jetzt Teil des Projekts waren, sondern weil es einfach großartige KünstlerInnen sind, die alle auch ihr Standbein in Europa hatten. Weil das, was wir vertreten, die zeitgenössische Komposition, zunächst mal sehr europäisches Phänomen ist oder westliche Weltphänomen ist. Arabische Musik tickt ganz anders. Da geht es jetzt nicht um das permanente Neuentwickeln und von Jahr zu Jahr neue Measures, neue Künstler, musikalische Sprachen zu entwickeln. Das sind ganz andere Themen dort. Und das war irgendwie, das klang immer noch in uns nach. Und es gab auch Veranstalter, die sagten, macht ihr eigentlich nicht ein Folgeprojekt? Und der tatsächliche Anlass kam vom künstlerischen Leiter des Ultima Festivals in Oslo von Torbjørn Hansen, der gesagt hat, komm, das machen wir jetzt. Und wir koproduzieren mit ihm und auch mit einigen anderen. Onassis Foundation in Athen, Berliner Akademie der Künste und auch mit dem Irtyshay Festival in Beirut. Und wir haben uns damals überlegt, mit Tiziranes Thema jetzt das Gleiche zu wiederholen, macht keinen Sinn eigentlich. Wo ist ein Fokus, der uns interessiert? Und in Beirut gibt es eine unglaublich starke und sehr vielseitige Musikszene. Es gibt ein Musikfestival, Irtyshay Festival, das ist vielleicht das berühmteste Musikfestival im arabischen Raum, wo wirklich experimentelle Musik aus ganz unterschiedlichen Bereichen, Popmusik, Avant-Pop, Jazz, experimentelle, also elektronische Musik, Performance, also natürlich auch sehr viel gesangslastig, Gesang und Elektronik steht eigentlich im Zentrum, wo das schon seit Jahren eigentlich wirklich ein Ort des Austauschs und der Weiterentwicklung ist. Und letzten Endes sind alle KomponistInnen oder die meisten, die jetzt da involviert sind in unser Projekt Voice Affairs, in diesem Kontext groß geworden. Und wir haben sie eingeladen, das ist jetzt ungefähr 2 Jahre her, eben mit den neuen Vokalsolisten zusammenzuarbeiten. Und seither gab es auch immer wieder Prozesse der Begegnung. Die waren auch mehrfach schon in Stuttgart. Wir haben uns sehr oft auch
im Internet getroffen. Es gibt auch eine Komponistin, die zum Beispiel, die wir noch nie persönlich kennengelernt haben, wo aller Austausch wirklich über Zoom und Skype stattgefunden hat. Und trotzdem glauben wir oder hat man so ein Gefühl, gut mit ihr befreundet zu sein und sie gut zu kennen. Also es funktioniert einfach wirklich mit diesen digitalen Mitteln. Und als dann, das war schon längst im Entstehen und im Diskurs, und natürlich spielt da auch die politische Situation eine Rolle. Libanon als ein Land, das wirklich zerrissen ist von jahrzehntelangen Bürgerkriegssituationen und Religionskonflikten. Und alle diese Dinge spielen natürlich eine immense Rolle. Und die spielen auch in die Werke rein. Man kann nicht Kunst machen und sowas ausblenden. Auch wenn alle sagen, ich bin Künstler aus unterschiedlichen Kontexten groß geworden und für mich steht meine Kunst im Zentrum. Ich will hier jetzt nicht Testimonial sein für mein Land. Darum geht es gar nicht. Und trotzdem hat die Situation natürlich einen großen Einfluss. Und es gibt auch einen palästinensischen Komponisten, der noch nie, Samia Odi Tamimi, der noch nie im Libanon war, weil er einen israelischen Pass hat. Und mit israelischem Pass kommst du nicht in den Libanon. Jetzt hat er aber auch einen deutschen Pass, weil er sonst schon seit Jahrzehnten in Deutschland lebt, in Berlin. Und wir sind irgendwie alle miteinander glücklich, dass Samir jetzt mitkommen kann nach Beirut, wenn wir das Konzert auch dort aufführen. Und es gibt Daniel Peter Biro, jüdischer Komponist, also eigentlich amerikanisch-ungarischer Komponist, der aber in ganz unterschiedlichen Welten schon zu Hause war. Und der eigentlich mit im Projekt ist, weil er das erste Projekt auch mit erfunden hat, das Mediterranean Voices. Und der natürlich auch als die jüdische Stimme, das ist für ihn ganz unglaublich wichtiges Thema, sich auseinanderzusetzen mit den Liturgien und mit den unterschiedlichen mit dem Zusammenhang unterschiedlicher Religionen, auch mit den Ähnlichkeiten von Koran und Tora und alle diese Fragen sind für ihn wichtig und für ihn ist das eigentlich auch ein Sehnsuchtsort. Und insofern gibt es Künstler, die den Sehnsuchtsort Beirut haben, Daniel und Samir und die anderen, die kommen einfach daher oder sind in diesem Kontext, haben sehr viel gearbeitet. Manolis Manousakis ist eigentlich, nicht eigentlich, er ist Grieche, er lebt in Athen. Und war aber viele Monate in Beirut und ist auch in dieser Szene drin. Und insofern ist es ein sehr vielseitiges Team, auch ein Filmkünstler, Panos Abrahamian, er ist Armenier und dessen armenisches Thema auch im Libanon eine große Rolle spielt. Auch das spielt dann noch mit rein. Und er wird diese 7 Werke mit einem Film verbinden, der alle diese Themen aufgreift, aber eher über Footage, also über vorhandenes Material, das er im Laufe seines Filmerlebens gesammelt hat. Und der jetzt aber auf alle diese 7 Stücke auch eingeht und die dann filmisch miteinander verbindet. Und das ist, glaube ich, wirklich dann ein großartiges Gesamtkunstwerk, was da gerade entsteht. Was natürlich durch die Explosion letzten August, als die halbe Stadt in die Luft flog, nachhaltig beeinflusst wird, nicht zuletzt dadurch, dass Panos und Aya Metwaly, die Composer-Performerin, die im Projekt ist, ihre Wohnung verloren haben. Und die hatten großes Glück, dass sie unverletzt blieben. Aber die Wohnung ist weg und seither sind sie eigentlich heimatlos. Alle diese Fragen spielen natürlich auch eine Rolle. Belarus ist ein Thema für mich geworden. Das wäre es nicht, wenn ich nicht mit Maria Kolesnikova befreundet wäre, die für uns 3 Jahre gearbeitet hat. Sie war unsere Social Media Chefin und großartige Kommunikationsexpertin. Und sie war im letzten Jahr immer zwischen Minsk und Stuttgart, weil sie in Minsk dieses Kulturzentrum OK16 aufgebaut hat, im Auftrag von Viktor Babariko, einem, glaube ich, schon auch ein bisschen Oligarchen, Banker, der gemerkt hat, dass er sich in der Politik, weil er für sein Land einfach eine andere Vorstellung hatte, so wie sehr viele Menschen in Belarus einfach dem diktatorischen System etwas anderes entgegenstellen wollte, der sich für die Präsidentschaftswahlen beworben hat und weil er ein sehr aussichtsreicher Kandidat war, dann natürlich in kurzer Hand ins Gefängnis gesteckt wurde, wie alle anderen aussichtsreichen Kandidaten auch.
Und Maria war eben in der Zeit in Minsk, weil es war Lockdown im März und sie war zufällig zur Zeit des Lockdowns in Minsk. Und ich glaube, wenn sie zufällig in Stuttgart gewesen wäre, wäre diese ganze Geschichte ganz anders gelaufen. Aber sie war in Minsk und sie hat mit Babariko zusammengearbeitet und in dem Moment, als er ins Gefängnis kam, hat sie eigentlich seinen Wahlkampf fortgeführt und hat sich da sehr verantwortlich involviert und hat ihr ganzes Kommunikationstalent, ihre Ausstrahlung und auch ihre Überzeugung, ihre Vorstellung, was eigentlich ein freies Land ausmacht und wie wichtig das ist, dass das Volk jetzt endlich anfängt, frei zu denken und auch sich das Recht zu dieser Freiheit zu nehmen, auf eine unvorstellbar großartige Weise über viele Wochen aufgebaut und viele, viele, viele Tausende, zigtausende Menschen in Belarus erreicht. Es gibt auch Wahlkampfreden, die sind natürlich auf Russisch oder Belarusisch, die aber übersetzt wurden, die ich gesehen habe. Da gibt es einen großartigen Film, wie sie da so eine riesengroße Wiese von Tausenden von Menschen in Begeisterung versetzt, in ein Wir-Gefühl versetzt, sagt, wir kriegen das hin. Und ja, es war natürlich folgerichtig, dass sie ins Gefängnis kam. Damit hat sie auch gerechnet. Und da ist sie jetzt. Und seither ist das ein Riesenthema für mich auch, ihr politisch zu helfen und wie viele, viele andere ihre Freunde auch in Stuttgart. Und wir versuchen da auch eben über Politikerpetitionen alles Mögliche, ihre Situation zu verbessern. Aber natürlich, mit welchen Mitteln kann ich das machen? Das sind die künstlerischen Mittel, die eigentlich mir zur Verfügung stehen. Und es sind auch wirklich viele KünstlerInnen, die diese Demokratiebewegung in Belarus vorantreiben. Das sind auch sehr viele Intellektuelle natürlich, aber nicht aber, sondern eben dabei sehr viele Künstler. SchriftstellerInnen, FilmerInnen, aber auch im ganzen performativen Bereich. Und wir haben ein Projekt initiiert, das man jetzt eigentlich schon täglich wachsen sehen kann, wo jeweils ein belarussische Künstlerin mit einem in unserem Kontext Deutschland, Europa beheimateten Komponist, Komponistin zusammenarbeitet. Im Tandem kurze, prägnante Posts entwickelt, die in 1, 2, 3, 4, 5 Minuten eine bestimmte Situation beleuchten oder einen bestimmten Kommentar zur Situation, auch zur psychischen Situation, aber schon auch natürlich vor allem zur Politik abgeben. Künstlerische kurze Kommentare, eher so aphoristisch geprägte Kommentare, die wir posten. Und die wir jetzt gerade in Facebook posten, die dann auch gepostet werden, die wir aber auf unserer Webseite auch zu einem immer größer werdenden Narrativ sammeln. Und für Eklat wird es dann in den Film zusammengeschnitten, der dann eben auch sehr viel Hintergrundinformationen zu der aktuellen Situation enthält. Das ist ein Projekt. Maria bekommt von der Gerhard und Renate Baum Stiftung ihren Menschenrechtspreis überreicht. Gerhard und Renate Baum vergeben alle 2 Jahre einen Menschenrechtspreis an jemanden, der sich eben herausragend in seinem Land für die Menschenrechte eingesetzt hat. Und das ist jetzt Maria. Ihre Schwester wird das entgegennehmen und wir haben ein Konzert, in dessen Rahmen dieser Preis dann auch verliehen wird und wo Gerhard Baum eine feurige Menschenrechtsrede halten wird. Und wo ein sehr schöner, jetzt gerade entstehender Film, Dokumentarfilm über Maria gezeigt werden wird. Das ist also ein hybrides Projekt, in dem die Musik aber auch eine Rolle spielt. Es gibt auch eine Uraufführung, das Trio, in dem Maria immer gespielt hat, Trio Vis-à-vis, uraufführen wird mit einem Ersatzflötisten. Sie ist ja Flötistin. Und dann gibt es eine tolle Ausstellung, die belarussische Diaspora in Stuttgart zusammen mit belarussischen Kuratorinnen gemeinsam entwickelt hat. Unterschiedlich, so geht es eigentlich ein Projekt der bildenden Kunst und Performance, das wir jetzt halt nicht im Theaterhaus aufbauen, sondern das digital hergestellt werden wird. Also das Thema Belarus spielt eine sehr große Rolle. Es ist eigentlich überfällig, dass wir sowas entwickeln, dass wir mit den digitalen Mitteln auch solche Dinge
entwickeln und jetzt nicht nur immanent in den Werken auf der Bühne digitale Sensationen passieren, sondern dass wir das eben auch in diesem Kommunikations- und Übermittlungsbereich entwickeln. Und zwar deswegen, weil wir unser analoges Publikum, unser lokales Publikum, das ist Stuttgarter Publikum plus diejenigen, die anreisen, vernetzen können mit weltweit interessierten Publikum. Und ich habe jetzt schon bestimmt 20, 25 begeisterte E-Mails oder Kurzmessages in Facebook und was auch immer gekriegt. Bravo, toll, dass ihr das macht und großartig, dass ich endlich mal Eklat gucken kann. Es gibt sogar jemand aus Barbados, der sich das anhört, der sich gemeldet hat. Aus Amerika kam, also aus Lateinamerika kamen mehrere, die jetzt schon sagten, super, ich bin dabei. Und die Uhrzeit funktioniert, glaube ich, das ist bei denen dann halt irgendwie am frühen Nachmittag, aber und egal wo aus, es ist einfach weltweiter Zuspruch von Leuten, die sagen, großartig, dass ihr das macht, wir wollen dabei sein. Und wir haben internationale KünstlerInnen auf der Bühne, die kommen ja aus sehr, sehr unterschiedlichen Kontexten. Und das zum Beispiel jetzt das Projekt, was wir für Belarus und mit Belarus machen, das ist ja ein wichtiges Thema, dass das natürlich dann auch in Belarus und Russland und Ukraine wahrgenommen wird und wahrgenommen werden kann und dann Anteil entstehen kann, Anteilnahme entstehen kann, ist natürlich großartig. Und das Gleiche gilt für unser anderes Projekt aus Libanon. Wir haben ja verschiedene KünstlerInnen aus Beirut, die tatsächlich auch da sind. Wir haben sie trotz Corona und Visumsbeschränkungen konnten wir sie einreisen lassen. Sie sind jetzt schon bei uns in Stuttgart vor Ort, im Theaterhaus, und arbeiten dort. Und dass das jetzt in Beirut auch wahrgenommen werden kann, so die Internetleitung nicht zusammenbricht. Das ist ja nach der Explosion leider sehr, sehr, sehr katastrophal, diese Situation, die in Beirut gerade herrscht. Aber dass es eben auch in den Kontexten, wo die KünstlerInnen herkommen, wahrgenommen werden kann, ist toll. Das intensiviert eigentlich auch nochmal den Austausch, auch den künstlerischen Austausch. Es intensiviert auch nochmal den Fokus auf den Kontext, aus dem oder in dem ein Projekt auch hergestellt ist. Und ja, das hätten wir natürlich auch ohne Corona machen können und hätten es wahrscheinlich nicht gemacht, weil ja alles immer gut läuft. Also das heißt, wir haben jetzt letzten Endes durch die unkalkulierte Naturkatastrophe haben wir letzten Endes eine ganz interessante Herausforderung in den Schoß gelegt gekriegt.